Was aber auch gibt, Kippelemente, gibt es auch in der Biodiversität. Und das hatte ich ja in Episode 1 schon mal so ein bisschen anklingen lassen, nämlich auch dort gibt es halt eben Punkte, dass das System nicht komplett plan ist, sondern dass es da eben auch so bestimmte Schwerpunkte gibt und so weiter. Und diese Schwerpunkte gibt verschiedene Tierarten, die man verschieden nennen kann, so, aber die, die wir uns heute angucken wollen, sind die sogenannten Keystone Animals, die Schlüsselspezies. Und da passt irgendwie Kippelement nicht ganz so dazu, weil wenn wir uns jetzt mal so überlegen, also normalerweise, wenn das Eis jetzt geschmolzen ist, dann dauert das ungefähr so etwas über 10.000 Jahre, bis es wieder da ist. Also angenommen zum Beispiel, man könnte den Systemzustand mit der Kälte wiederherstellen, würde das dauern, bis der Eisschild wieder drauf gefroren ist, dass es etwas über 10.000 Jahre sind. Das hat man bei Tieren aber nicht. Also wenn so eine Tierart ausgestorben ist, ist die weg. Die kommt auch nicht wieder. Manchmal findet man doch irgendwie noch ein Exemplar irgendwie oder irgendwie eine Subrasse oder so irgendwie, die es davon gibt. Aber wenn so eine Art ausgestorben ist, ist sie weg. Es gibt auf dem gesamten Planeten Erde gibt es nicht eine Geschichte davon, dass irgendwie eine Tierart nochmal wiedergekommen ist durch spontan irgendwas. Auch wenn eine Tierart irgendwie auf der Keimbahn irgendwie sich eine neue Eigenschaft ermändelt hat, so, dann wird die auch dann später nicht mehr los, sondern das bleibt dann eben häufig so. Also das heißt, wenn es erstmal weg ist, ist es weg. Und wo wir Das habe davon ich aber reden. in Jurassic Park anders gesehen. Ja, Jurassic Park, genau, ist da die Ausnahme. So, das Ding ist halt wir sprechen entweder über einen Eisklotz, so, der dann entweder da ist oder nicht da ist. So, ne, ist schon schlimm und tragisch genug. So, aber man kann im Prinzip da wieder hinkommen. Aber hier ist dann vorbei. So, und dann sprechen wir quasi von Mitgeschöpfen. So, die Kinder kriegen und die irgendwie auch, was weiß ich, irgendwie eigene Interessen teilen und Hunger haben, Schmerzen empfinden können und so weiter. Die sind dann weg. Und deswegen ist hier der Vergleich mit dem Jenga-Turm gar nicht so schlecht, weil hier reicht es manchmal, dass ein, zwei Spezies halt eben weniger werden oder weichen oder tot sind, damit das komplette Ökosystem in sich zusammenfällt. Und um das zu verdeutlichen, hatte ich beim letzten Mal ja diese Folie aufgelegt, hatten wir über Krill gesprochen, wir haben über Wespen gesprochen, über Fliegen, über Mücken und so weiter, die Bestäubungsleistung machen. Wir haben auch darüber über Korallen gesprochen und so weiter. Kann man sich da alles angucken? Da gehe ich jetzt nicht nochmal auf, weil auch das hier war eine Sendereinsendung, dass wir darauf noch ein bisschen tiefer eingehen. Und deswegen habe ich mir extra das Fluffy Animal rausgeholt. Früher war ja Cat Content der heiße Scheiß. Inzwischen sind das ja Otter und Raccoons im Internet. Und der Otter, der hat es mir angetan. Und über den gucken wir jetzt näher an, weil der ist nämlich tatsächlich auch eine Keystone Species. Und zwar Keystone, was heißt denn das eigentlich? Also da muss man jetzt oben auf dieses Bild gucken. Wenn man sich so einen Torbogen zusammen vorstellt, dann ist es stabil durch den Schlussstein, der in der Mitte sitzt und das Ganze quasi stabil. Jetzt ziehe ich den raus, fällt das Ganze in sich zusammen. Und unten ist das Beispiel. So, im linken Beispiel, da ist der Otter noch lebendig. Er ist dann da, freut sich seines Lebens und so weiter und reguliert durch seine pure Präsenz tatsächlich das Ökosystem, denn es gibt ja so eine Seeigelform, die er frisst. So, und damit reguliert er die, weil die vermehren sich unheimlich schnell, sondern er sorgt halt eben dafür in diesem Systemzustand, dass die auf ein vernünftiges Maß reduziert wird, sodass sie halt symbiotisch mit anderen Spezies und anderen Pflanzen dann irgendwie gut da irgendwie funktioniert. Sobald du den Otter aber entnimmst oder irgendwie sonst irgendwie wegzieht und so weiter, explodiert die Population dieser Igelform und tötet im Prinzip das gesamte Gewässer ab. So, und das gibt es halt eben wie auch mit komplexeren Beispielen. Das heißt, dieses ganze Ökosystem, wie wir es haben, das ist ja über Jahrtausende gewachsen. So, und deswegen ist auch dieses, wenn so ein irrlichtgehender Lanz dann irgendwie sagt, von wegen so, wir können uns auf alles einstellen, wir müssen nie was ändern, weil wir können innerhalb von wenigen Monaten das ja alles, nee, ist Blödsinn. Blödsinn. Wenn das einmal ins Rutschen gekommen ist, dann kannst du es eben nicht mehr ändern. Du kannst das auch nicht irgendwie wieder ansiedeln. In China haben wir das ja. In China gibt es Landstriche, die sind im Prinzip gestorben, weil dort nämlich die Bienenpopulation durch industrielle Landwirtschaft und Insektenvernichtungsmittel vernichtet worden ist. Das heißt, da gibt es keine Bienen mehr, deswegen müssen Menschen mit Tupfern auf die Pflanzen gehen und die per Hand bestäuben. Was für eine Dystopie das denn bitte schon geworden ist. Und wenn man dann mal hier mal drauf guckt, so, das habe ich extra mal, ich bin ja so ein Buchfreak, aus so einem alten Lehrbuch da rausgeholt. Da sieht man dann, wie die ganzen Sachen so ein bisschen zusammenhängen. Oben in so einer Nahrungsmittelpyramide hast du so einen Predator, also jemand, der irgendwie ein Raubtier ist, geringe Population, frisst dann irgendwie, sieht da unten dann, also hält damit die Bestände dann irgendwie aufrecht.
Häufiger ist dann so, wenn das irgendwie in der Nähe von Menschen ist, dann tötet der Mensch den Wolf. So, also frag mal irgendwie in Finnland, wie die mit den Elchen leben, die seitdem halt irgendwie besonders viele gibt. Das heißt also, wenn der erstmal weg ist, dann hast du halt Bewegung in diesem Ökosystem. Wenn du aber gleichzeitig dann irgendwie Insektenvernichtungsmittel sprühst wie bescheuert, so, dann tötest du mit halt eben Kleinstlebewesen. Wenn du eben sowas hast wie eine Hitzeentwicklung oder halt eben eine große Dürre, dann tötest du damit halt eben auch den Boden. Und dann siehst du halt, dass du überall quasi so eine Art Jenga-Stein herausnimmst und dann hast du dann irgendwann genau das, was du halt eben so in Teilen der Levante hast, so, ne? Also im Nahen Osten, wo ja auch man gesehen hat, okay, hier gab es mal Vegetation, aber da wachsen dann auch so zwei Gräser und da gibt es dann so fünf Insekten und das war's. Und ist für Landwirtschaft verloren, für Kulturpflanzen verloren, für Tiere verloren, ist dann einfach weg. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass dass Ökosysteme halt möglichst unberührt gelassen werden sollen. Und sobald man eingreift, kommen da Sachen in Bewegung. Und es ist halt eben so, dass wenn du jetzt hier auch ein Naturschutzreservat hast und nebendran hast du industrielle Landwirtschaft mit möglicherweise Insektenvernichtungsmittel, hast du mal eine Verwehung oder irgendwas wird weitergetragen, so. Und dann stirbt dann eben diese eine Spezies halt eben nennenswert aus, so, kann sie vielleicht auch nicht weit genug halt eben wieder vermehren. Und dann kommt so ein Biosystem, also ein Ökosystem unter Stress und ist dann irgendwann komplett im Arsch. So. Und das ist halt eben das ist tatsächlich ein Problem, weil wir uns mit unserer Art zu wirtschaften, wir sägen in den Ast rein und wir sägen so, auf dem wir sitzen, wir sägen sogar eigentlich in unser Bein rein gerade, ganz extrem. Und wenn wir fallen, werden wir verblutet sein, bevor wir unten aufschlagen. Also diese Katastrophe, die wir uns gerade bei Biodiversität antun, die wird irgendwann da sein und dann werden wir uns ganz, ganz traurig angucken, dass einfach viele Sachen nicht mehr gehen. So. So, Das und ist schon bitter. dazu passt dann auch das hier, weil das hatte ich ursprünglich auch schon mit drin gehabt. Die Hintergrundaussterberate klingt total gruselig, aber ist tatsächlich ein Wert, den man so halt eben festgestellt hat. Paläontologie hilft da total und Biologie hilft da total, weil man eben dann herausgefunden hat, wie schnell sterben denn Arten, also Pflanzen und Tiere, wie schnell sterben die denn aus? Also über 1000 Jahre, über 10.000 Jahre, über 100.000 Jahre, über Millionen Jahre und so weiter. Das kann man dann eben nachzeichnen dann und dann war die Art da. Hier haben wir die letzten Folgen und mit Radiokarbonmethode und so weiter kann man feststellen, wie alt war das. Also man kann das relativ gut nachzeichnen, wie häufig bzw. wie schnell Tierarten aussterben. Und diese Hintergrundaussterberate ist seit den letzten Jahrzehnten einfach um den Faktor 1000 erhöht. Deswegen sind wir auch gerade im sechsten Massenaussterben, ist vom Menschen erzeugt, das sechste Massenaussterben. Und wir haben das ja geschafft, in den letzten Jahren halt eben 80% der Säugetiere zu töten und 50% der Pflanzen. Und diese Hintergrundaussterberate, da geht das Modell davon auch, dass die nochmal steigen kann. Und das macht doch total Sinn, weil diese Ökosysteme kommen halt irgendwann an den Punkt, wo sie dann kippen oder wo bestimmte Spezies fehlen und dann deswegen Lebensräume zusammenbrechen, die sich aber woanders nicht schnell genug, also sie können sich zwar ansiedeln, aber nicht schnell genug anpassen, weil bei denen ja ganz andere Eigenschaften wichtig sind. Wenn du jetzt irgendwie versuchst, ein Schaf aus Südostasien in Europa anzusiedeln, hast du schon ein Problem, dass die teilweise so andere Hufen haben, dann auf einem anderen Boden nicht so richtig gut stehen können, die Nahrung gar nicht vertragen und so weiter. Das heißt, du müsstest sie künstlich zufüttern und so. Also diese Art von wegen zu glauben, ihr müsst ja nur A nach B packen und dann läuft das schon, wie so eine Hauskatze, ist halt komplett irre, weil wir gerade irgendwie versuchen, gedanklich so die Arche Noah powered by VW irgendwie aufzubauen, gedanklich, und damit zu sagen, wir müssen ja nie was verändern. Stimmt aber nicht. Wir töten jetzt schon Tiere tausendmal mehr, als es die Natur tut, und das wird eher noch mehr werden, wenn wir nicht radikal was ändern. Und dann haben wir halt eben die große Konferenz jetzt ja gehabt zum Thema Biodiversität, und da hat der UNO-Generalsekretär eine der geilsten Reden gehalten überhaupt. Wirklich ein Banger nach dem anderen und in aller Deutlichkeit. Und natürlich passiert nichts. So, aber worauf man sich entschieden hat, ist dann zu sagen, 70% der Erde darf zerstört werden. Wobei ich das umdrehe, was entschieden worden ist, weil entschieden worden ist, dass man 30% der Erde halt eben Naturschutzgebiet macht und so weiter. Aber was bedeutet das denn? Also in vielen Ländern, Industrieländern und so weiter ist das ja schon so. So, ne? Also wir in Deutschland müssen da relativ wenig machen. Das Ding ist nur halt eben dieses, wir gehen mit unseren Naturschutzgebieten schlecht um. Weil nämlich auch zum Beispiel unsere Moore, da wurden wir dann eben auch vor ein paar Jahren von der EU verklagt darüber, weil wir die nicht richtig schützen und so. Ne? Also dieses,
Man weiß genau, man hat hier eigentlich ein größeres Problem sogar noch als die Klimakrise, im Sinne von, dass es noch existenziell bedrohender ist, weil ich kann auch leicht mal ein paar Millionen Menschen irgendwie neu verteilen, neu ansiedeln und so weiter. Das kriege ich noch irgendwie hin. Wenn uns hier die Grundlagen, womit wir uns ernähren, wegsterben, dann hast du einen ganz anderen sozialen Sprengstoff und auch ein ganz anderes Thema. Und deswegen ist neben dem, dass wir uns versündigen an dem, was uns eingegeben ist, dass wir unsere Mitgeschöpfe töten und so weiter, diese moralische Komponente, die hat ja noch viel größer, ist ja noch beschwerlicher. Ist es gleichzeitig auch so, dass es mit unserem eigenen Überleben zu tun hat, weil zur Hintergrundaussterberate können wir uns irgendwann hinzuzählen. Ja, das ist das Irre. Das erinnert mich, wie gesagt, vorhin an dieses Bild zu sagen, wir haben mal angefangen zu wirtschaften, um unsere Reproduktion zu sichern. Und jetzt ist auch das gekippt. Und durch unsere Art, das so zu wirtschaften, dass wir genau auf dem umgekehrten Pfad einfach sind und nur noch auf diesem Zerstörungspfad uns bewegen, das ist schon richtig, richtig irre. Einfach Ja. irre, weil man es anders machen könnte, weil man es weiß und so weiter. Ja, Wahnsinn. Ja. So, nächster Punkt, Handprint.